Hallo, wir sind hier im Yachthafen Zehlenig und ich möchte euch gerne eine 35er AC Linsen einmal vorstellen. Einfach mal mit. So, hier sind wir im Salon, im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt dieses Schiffes mit dem Bedienpanel. Wir haben weiter an dem Schiff keinen Hauptschalter, sondern einfach nur einen Taster oben links, der das Schiff mit Strom versorgt. Es erscheint gleich die Anzeige Frischwassertank, Abwassertank, Dieseltank. Darunter die Verbraucherbatterien, einmal für den Start und einmal hier für den Innenraum. Um das Schiff weiter fahren zu können, betätigen wir hier den Hauptschalter oben für die Brücke und den Hauptschalter fürs Wasserpumpensystem. In dieser Stellung könnten wir das Boot jetzt starten, losfahren, Urlaub machen. Wir haben noch weitere Taster hier, einmal für die Decksdusche, einmal für Warmwasserboiler, wenn wir an Landstrom angeschlossen sind, so wie jetzt. Wir haben auch sehr viele Taster, die nicht belegt sind, weil Linsen ein einheitliches Panel verbaut, wo nicht alle Funktionen im Prinzip aufgerufen werden können. Wie gesagt, der hier oben ist nicht abrufbar. Hier haben wir das Ankerlicht, hier haben wir das normale Fahrlicht. Nicht belegt, nicht belegt. Das ist für UKW-Funk. Das ist für die Kommunikationsantenne, Fernsehen und Radio. Die sind nicht belegt, nicht belegt, nicht belegt. Hell-dunkel fürs Panel. Und die weiteren Schalter sind ebenfalls nicht belegt. Diese grüne Kontrollleuchte zeigt uns an, dass wir oben den Steuerstand mit Strom versorgen. Ich mache es nochmal aus. Grüne Lampe erlischt. Einmal an. Strom wieder oben auf der Brücke vorhanden. Ich mache jetzt mal die Funktionen aus, die wir jetzt nicht benötigen für die Vorstellung dieses Bootes. So wie es jetzt eingeschaltet ist, kann ich euch hier oben auf diesem Schiff alles zeigen. Folgt mir einfach mal hier runter. Diese Tür öffne ich, um hier wieder zu erscheinen. Hier haben wir die Toilette, eine elektrische Pumpe. Haben wir einmal die Zuführung von Frischwasser und das Absaugen. Das war es eigentlich. Wichtig wäre, dass wir speziell das Seewasser-Toilettenpapier benutzen, um die Leitungen und die Tanks eben nicht zu verstopfen. Weiter haben wir hier vorne die Masterkabine mit einem Doppelbett, Schränke. Jedes Fenster ist mit einem Fliegengitter ausgerüstet, welches wir hier haben, und einem Regenabweiser. Wenn es regnet und man möchte trotzdem frische Luft, legt man es aufeinander, hat hier unten den Luftschlitz, klemmt das so ins Fenster ein, so dass wir frische Luft haben, ohne Insekten. Weiterhin haben wir hier speziell nochmal einen großen, das große Schubfach, wo man noch Sachen verstauen könnte. Ansonsten links und rechts die normalen Schränke. Auf der Steuerbordseite haben wir die Dusche. Dort haben wir eine handelsübliche Mischbatterie. Wichtig wäre nur, hinter der Mischbatterie ist ein weißer Tippschalter. Diesen betätigen wir, um unten das Wasser im Fußraum abpumpen zu können. Unter dieser zweiten Stufe befindet sich der Feuerlöscher, ist hier auch nochmal gekennzeichnet. Werdet ihr im Urlaub nicht brauchen, hoffe ich, aber ihr solltet wissen, wo er ist. Hier ein Schrank für Garderobe, wenn man etwas Längeres anziehen möchte. Unten der Staubsauger. So, dann kommen wir hier zum Keller. Ein Große Fläche, wo man Taschen, Lebensmittel
und so weiter unterbringen kann. Es ist für Lebensmittel, die jetzt nicht permanent gekühlt werden müssen, durchaus ausreichend, um haltbar gelagert werden zu können. Dann haben wir hier unsere Küchenzeile. Steht Gas drauf, ist kein Gas drin, sondern nur zur Sicherheit der Gasabsperrhahn. Weiterhin Mülleimer, Kehrschaufel, was man so braucht. Dann haben wir hier den Kühlschrank mit dem Gefrierfach. Sollte für eine Woche getrost reichen. Dann in den Schubladen das Besteck für 6 Personen. Alles, was man braucht, ist da halt mit dabei. Ich suche dort den Anzünder, den benötigen wir nachher noch. Hier unten im Fach nochmal das Besteck, das normale Geschirr, Töpfe, Pfannen. Und nochmal ein Frühstücksbrettchen. Im Prinzip ausgerüstet wie ein normales Haus. So, Kaffeemaschine, Toaster, alles soweit vorhanden. Kaffeemaschine funktioniert mit Pads oder aber auch mit normalen Filter. Genaue Erklärung ist hier per Piktogramm zur Sicherheit nochmal hinterlegt. Hier sind nochmal 2 Steckdosen, die man dafür dann nutzen kann. Dann haben wir hier unseren Gasherd. Einmal den Schutz nach oben. Und es funktioniert. So, um die Easy Sleep Funktion zu aktivieren, nehmen wir einfach den Tisch zur Seite, dann löst die Schrauben und schiebt den Tisch am besten unter das Fernsehfach. Fest links und rechts in die vorgefertigten Griffe und man zieht das Bettteil einfach heraus. Jetzt hat man die Möglichkeit, das einmal als ein Bett zu nutzen. Das wäre so in dieser Funktion. Man kann es aber auch sich für 2 Personen etwas breiter gestalten. Man legt den Rückenteil dort rein, das hier rein. Und man hat eine Liegefläche bequem für 2 Personen jetzt zusätzlich zur Verfügung. Der Rückbau ist genauso einfach. Einfach die Polster herausnehmen. Schiebt es etwas zurück. Steckt das Zusatzpolster in den dafür vorgesehenen Zwischenraum. Und steckt die Lehne wieder an den Ursprungspunkt zurück. Und schon hat man die normale Sitzcouch wieder zur Verfügung. Bringt den Tisch in die dafür vorgesehene Position, sichert ihn wieder mit 2 Schrauben und fertig. Weiterhin haben wir hier auf unserem Schiff einen Fernseher verbaut. Fernbedienung dazu. Ich weiß aus Erfahrung, dass normales Fernsehprogramm im Berliner Raum über DVB-T durchaus alles noch funktioniert. Also, falls mal ein gepflegtes Abendprogramm gewünscht ist, kann man das dort durchaus sich anschauen. Hier oben haben wir einige Lampen. In einigen Strängen sind die mit solchen schwarzen Punkten behaftet. Das sind die An-Ausschalter. Wenn man länger drauf bleibt, kann man das Licht dimmen. Beim schnellen Draufdrücken geht es wieder aus. Hier haben wir noch einen Lichtschalter ringsherum fürs Ambientelicht. Wenn man abends gemütlich sitzen möchte, kann man das durchaus damit machen. So, kommen wir zur Stromversorgung. Ein Multikontrollgerät ist jetzt auf On. Wir liegen momentan am Landstrom. Schalter auf On, die 16 zeigt uns abgesichert mit 16 Ampere. Hier kann man verschiedene Amperezahlen einstellen. Mittlerweile sind aber alle Häfen mit 16 Ampere ausgerüstet. Man kann es also in dieser Stellung belassen.
Anstellung, wie gesagt, für Stromversorgung. Sollte man jetzt die Stromversorgung trennen und losfahren wollen, braucht man hier nichts weiter dran schalten. Das Gerät erkennt automatisch, dass es nicht mehr am Strom ist, schaltet automatisch auf den Batteriestrom um und das Schiff wird weiterhin mit Strom versorgt. Eine Vivasto-Heizung, einmal eingeschaltet, kann man programmieren auf Heizen, die Wochentage, die Zeit, wie lange sie heizt und ebenfalls als Lüftung nutzen, wenn der Bedarf besteht. Radio ganz normal über Antenne. Man kann Bluetooth zuschalten, man kann seine eigene Musik-Playlist draufladen. Man hat die Möglichkeit, zwischen oben auf der Brücke nur Musik zu hören oder hier unten im Salon. Stumm geschaltet, ausgemacht, fertig. So, dann haben wir hier die Achtungskabine. Großes Doppelbett, alle Fenster wieder wie vorne auch mit Fliegengitter und Regenabweiser ausgerüstet. Hier nochmal eine Toilette, genauso wie vorne, elektrisch, Wasserzufuhr und das Absaugen. Ebenfalls dann auch wieder mit Seetoilettenpapier ausgestattet. Wichtig wäre vielleicht noch hier vorne normale Steckdose. Das geht alles auch mit parallel mit einer USB-Anschluss versehen zum Laden der elektronischen Geräte, die man meist mitführt. Dann unterm Bett auch nochmal eine große Staumöglichkeit, große Schubfach. Dann befindet sich hier unter der Sitzgruppe noch ein Schubfach mit Gläsern. Hier haben wir nochmal ein Fach, das man individuell nutzen kann. Der eine nimmt es für Gewürze, der andere für eine Flasche Sekt. So, das. Dann haben wir hier noch ein Schrankfach, was nicht unwichtig ist, weil sich hier der Sanikasten befindet. Und nochmal ein separater Hauptschalter. Den kann man sehr gut nutzen, wenn man in fremden Häfen ist. Den Hauptschalter anlässt, weil der Kühlschrank weiterlaufen soll, dreht man den auf 0, unterbricht man den Stromkreislauf oben für den Steuerstand und man kann dadurch das Schiff nicht so ohne weiteres unberechtigterweise fortfahren. Dann haben wir auf dem Schiff eine grüne Mappe vom Yachtcharter. In dieser Mappe befinden sich alle Genehmigungsverfahren, Hinweise, Hilfestellungen. Wenn bei einer Verkehrskontrolle, sprich die Wasserschutzpolizei, euch kontrolliert, da ist alles drin, was sie sehen möchte, die letzten Abnahmen für Gas, die Zulassung fürs Schiff. Einfach der Kontrolle den Ordner überreichen, die Jungs wissen dann schon, wonach sie suchen. Weiterhin habe ich hier noch eine Ablichtung vom Tableau. Alles, was ich vorhin erklärt habe, ist hier nochmal im Schnelldurchlauf in zwei verschiedenen Sprachen drauf. Falls das alles zu schnell ging beim Erklären des Panels, kann man das hier getrost nochmal nachlesen. Ansonsten uns einfach anrufen, wir helfen da auch gerne weiter. Dann haben wir auf unserem Schiff noch die vier Seewasserkarten für das Fahrgebiet hier. Dort kann man im Prinzip auf altherkömmliche Weise seine Route festlegen. Auf allen AC-Modellen befindet sich der Rettungsring hier oben beim Kommandostand. Auf der Brücke lose, liegend und griffbereit. Anschluss für unseren Landstrom im Prinzip einmal hier gesichert und abziehen, einstecken, den Überwurf, dann leuchtet die rote Kontrolllampe. Damit ist ein Zeichen, dass wir Landstrom bis hierher zur Verfügung haben. Hier haben wir dann unseren Steuerstand. Im Prinzip einfach in der Bedienung. On und off. Wir gehen auf On. Volvo Penta
schaltet sich ein, Drehzahlmesser bleibt auf 0, die Betriebsstunden werden angezeigt und durch das Piepen wird signalisiert, wir könnten starten. Was wir jetzt auch mal machen, und zwar Start auf Start. Nach dem Starten bitte unbedingt darauf achten, dass ein Wasseraustritt vom Kühlsystem vorhanden ist. Das sollte man immer überprüfen, das macht man hier an der Seite. Einmal den Blick nach unten. Und wir sehen den Wasseraustritt. Dann überprüfen wir nochmal, ob Leerlauf, Standgas nach vorne, das Schiff fährt sofort nach vorne, Standgas, Standgas nach hinten und es fährt sofort zurück. Leerlauf in der Mitte. Bug- und Heckstrahlruder betätigt man diesen Einschalter zweimal. Einmal, zweimal. Beide Kontrollleuchten leuchten in grün. Um diese Bug- und Heckstrahl zu betätigen, einfach in die Richtung, in der man den Joystick schiebt, in die Richtung bewegt sich das Schiff auch. Bugstrahl nach links, vorne nach links, Bugstrahl nach rechts, Heckstrahl nach rechts, Fahrzeug geht hinten nach rechts. Wichtig dabei ist, dass man beachtet, nach 20 Minuten ungefähr schalten diese Aggregate sich automatisch ab. Das heißt, wir fahren Manöver aus dem Hafen, benötigen Bug- und Heckstrahl. Eine Stunde später wollen wir in die Schleuse und merken, Bug- und Heckstrahl gehen nicht. Unbedingt darauf achten, man muss es vorher wieder einschalten. Ich schalte es jetzt mal aus. Beide sind aus. Dann werde ich jetzt den Motor stoppen und einen Moment lang nichts machen. Es wird gleich einen Ton ertönen. Ich möchte ganz einfach, dass ihr den mal schon gehört habt und euch dann nicht erschreckt, wenn ihr während der Fahrt seid. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass wir vergessen haben, die Zündung auszumachen. Was wir jetzt getan haben. Dann haben wir hier oben das Tableau. Ebenfalls wieder erklärt, falls es zu schnell geht, noch einmal zum Nachlesen, wenn wir nicht mehr dabei sind. Ansonsten ist das eigentlich selbsterklärend. Ein Signalhorn sollte einen Ton von sich geben. Das macht er. Das wäre die Beleuchtung. Das ist ein Lüfter unten für den Motorraum, um, wenn es länger steht, einfach die Gase abzusaugen. Scheibenwischer, den wir im Urlaub nicht benötigen wollen, aber vielleicht manchmal brauchen, betätigt man hier verschiedene Intervalle und wieder aus. Das ist ein Schalter, der nicht belegt ist. Das wäre elektrische Mastlegung. Das geht hier manuell. Dieser ist auch nicht freigegeben. Das ist für das Entleeren des WC-Tanks während der Fahrt, was in Deutschland verboten ist. Das ist eine Bilgenpumpe, die automatisch zuschaltet, sollte Wasser im Schiffsrumpf eindringen. Das ist eine Bilgenpumpe im Motorraum, die ist permanent angeschaltet, dass sofort bei Wassereintritt das sofort abgepumpt werden kann. Diese Schalter sind alle nicht belegt. Das ist die Stromversorgung vorne für die Ankerwinde, nicht belegt. Und das ist wieder hell-dunkel hier für die Paneele. Falls die Durchfahrtshöhe mit aufgebautem Mast nicht ausreichend sein sollte, ist der Mast mit zwei kleinen Angriffen schnell umzulegen. Man löst bloß den Spanner, nimmt das Abstützbrett, passt den Mast vorne an und man kann ihn dann in das dafür vorgesehene Abstellbrett legen und fertig. Aufrichten selbst ist ebenfalls sehr komplikationslos. Mast aufstellen, den Sicherungssplint wieder einführen und das auf beiden Seiten. So, dann haben wir hier unseren Anker, der zum einen separat nochmal gesichert ist gegen das Herabrutschen. Dann haben wir hier die Ankerfernbedienung. Die wird hier im Prinzip
eingesteckt, Markierungen drauf. Etwas gesichert. So. Mit Hilfe der Fernbedienung können wir den Anker jetzt ablassen. Das könnte man jetzt machen. Das Dreifache der Wassertiefe sind so die Faustregeln. Sollte man an Kette auslaufen lassen, um dann das Schiff zu sichern. Beim Hochhiefen des Ankers bitte darauf achten, dass man das nicht in einem Zug macht, sondern wartet, bis der Anker ungefähr einen Meter vor seiner Endposition ist und dann in kurzen Intervallen den Anker bis zur Endposition bringt. Das war sie. Wenn diese Endposition erreicht ist, noch einmal zur Sicherheit überprüfen, ob wirklich die Endstellung erreicht ist. Durch nochmalige Drücken der Aufwärtsbewegung. Und jetzt ist fest in der Endstellung. Jetzt einfach den Karabinerhaken wieder einführen. Die Sicherungsleine belegen wie eine normale Klampe. Die Fernbedienung wieder lösen, sichern gegen Staub und Feuchtigkeit. Und das war's. Der Ein- und Ausstieg wird erleichtert durch das Öffnen dieser Leiter. Wichtig dabei ist, wenn man losfährt, unbedingt die Leiter zu und verschließen. Schnell bleibt man sonst an Stegen hängen, an Fendern, an Klampen. Einfach nur zur Sicherheit. Vergesst es nicht, hochzuklappen. Hier im Fußbereich ist der Absauganschluss für unser Schwarzwasser mit Waste bezeichnet. Einfach mit dem Schlüssel, den ich euch drinnen noch zeige, zu öffnen. Beim Öffnen Vorsicht, es könnte ein Unterdruck entstehen. Niemals mit dem Kopf über dem Verschluss bleiben. Einfach sehen, dass man etwas zur Seite geht. Es könnte unangenehm sein sonst. Diesen Schlüssel findet ihr normal am Schlüsselbund eures Schiffes. Wie gesagt, er ist für den Verschluss vom Abwassertank, vom Dieseltank und auch vom Frischwassertank. Dafür wird der benötigt. Der kleine mit der Rundung vorne, der ist hinten für die Treppe, wo die Gasflaschen sich befinden. Zeige ich euch gleich, wo der genau hinpasst. In dieser Kiste befinden sich zwei Gasflaschen und noch eine Staumöglichkeit, um Badesachen unterzubringen. Die Anschlüsse für die Außendusche sind von hier aus sichtbar. Auf der Badeplattform haben wir die Möglichkeit, die Außendusche zu benutzen. Funktionell durch diesen Mischverdrehhebel. Des Weiteren befindet sich hier an der Seite die Badeleiter. Aufklappen, dann ins Wasser bringen. Einmal die Sicherung davor.